Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Zu meinem turnusmäßigen Halbjahrescheck zählt ja auch immer die Analyse, wie viel Dividenden habe ich in diesem Jahr mehr bekommen als im vergangenen Jahr und was ist so im Großen und Ganzen in den ersten 6 Monaten in meinem Portfolio passiert. Nun, mir ist dieses Jahr aufgefallen, dass ich 29% mehr Dividende bekomme im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, obwohl ich nur 6,4% mehr Kapital eingezahlt, sprich auf mein Konto überwiesen habe. Das ist erstmal eine Sache, die hat mich nicht wirklich überrascht. Aber was mich überrascht hat beim Hinschauen ist, dass die zeitgewichtete Rendite meines Portfolios bis zum 30. Juni bei 35% lag. Das heißt, es haben auch Kurssteigerungen stattgefunden. Nun muss man der Fairness halber sagen, bei dieser zeitgewichteten Rendite geht auch knapp die Hälfte auf das Konto meiner Optionstrades. Also es ist nicht alles Aktie, was zum Schluss als Kursplus in meinem Depot auftaucht. Trotzdem stellt sich natürlich immer wieder die Frage, ist das jetzt Zufall? Hat das was mit Können zu tun? Habe ich vielleicht besonders exotische Aktien in meinem Portfolio? Ist das statistisch relevant, dass man so eine Portfolio-Performance hat? Oder sind da vielleicht irgendwelche exotischen Ausreißer dabei, die dafür sorgen, weil sie sich vielleicht im Kurs verzehnfacht haben, dass mein ganzes Portfolio sonderlich gut dasteht? Nun, ich habe also eines gemacht. Ich habe mir die Seite von Finviz aufgerufen, habe meine Watchlist mir angeschaut und habe einfach mal die Performance seit dem Jahresanfang sortiert. Und zwar alle 56 Unternehmen, die ich halte, mal geschaut, wie viel sind seit dem Jahreswechsel gestiegen. Und siehe da, von 56 Titeln sind 45 gestiegen und nur 11 gefallen. Also haben wir hier ein Verhältnis von etwa 4 zu 1. Dann habe ich den Kreis ein bisschen eingeengt und habe gesagt, naja, wie viele von den Titeln sind denn um mehr als 20% gestiegen und wie viele sind um mehr als 20% gefallen? Um mehr als 20% gestiegen sind seit Silvester 24 Unternehmen und gefallen um mehr als 20% sind 3. Nun muss man eins dazu sagen bei diesem Scan, das will ich auch nicht verheimlichen, da sind natürlich 4 Unternehmen nicht dabei, die ich im Laufe des Jahres verkauft habe. Wenn man die jetzt verheimlichen würde, dann würde ich hier dem Survivorship Bias erliegen. Das ist das, was Fondsmanager gerne machen, die sich also mit ihrer Performance brüsten und dabei vergessen, dass sie ja natürlich auch irgendwann mal Verlierer aus dem Depot geworfen haben. Und von meinen Aktien, die ich verkauft habe, wäre die Copa Airlines die einzige, die eine positive Performance hingelegt hätte oder hat, diesmal aber ohne mein Portfolio. Und die anderen 3, die GameStop, die Lexington Properties Trust und die Kraft Heinz Aktie, die hätten die Performance natürlich drastisch nach unten gezogen. Also, wir waren bei 45 zu 11, wir waren bei 24 zu 3 und ich habe dann den Zirkel nochmal eingeengt und gesagt, wie viele Aktien sind denn um mehr als 30% gestiegen und die will ich hier einfach mal zeigen. Was man an diesem Screenshot sieht, ist, das sind alles keine Exoten. Das hat also nichts damit zu tun, dass ich irgendwelche besonderen Stockpicking-Qualitäten habe, dass ich in Nischen gesucht habe, wo keiner sonst hinschaut. Eine General Mills ist ein Standardinvestment. Eine IBM, die kennt, glaube ich, jeder, eine Qualcomm, eine Target oder eine Cisco, das sind alles Unternehmen, die auch immer wieder durch die Schlagzeilen geistern. Da muss man also kein großer Aktienexperte sein, um auf diese Unternehmen zu stoßen. Das andere Ende der Liste sieht auch ganz einfach aus. Der eine Titel, der um mehr als 30% gefallen ist, war schon mehrmals hier auch im Kanal Gegenstand von Diskussionen. PetMed Express. Die Apotheke für Tiere ist ja ein alter Bekannter und ich will auch nicht verheimlichen, wer die anderen beiden Titel sind, die um mehr als 20% gefallen waren. Auch über die haben wir hier schon mehr als einmal gesprochen. Das ist AbbVie und das ist Newell Brands. Und der Vollständigkeit halber sei erwähnt, ich bin in allen diesen Titeln natürlich investiert. Es ist also keine Empfehlung und ich werde auch alle Titel halten. Habe also nicht vor, die im Augenblick zu verkaufen.
Was habe ich also hier festgestellt? Es sind 11 Titel, die über 30% zugelegt haben, ein Titel, der mehr als 30% verloren hat. Also auch wieder ein klares Votum für steigende Aktienkurse. Nun kann ich mir darauf entweder was einbilden oder ich kann auch mal ein paar sachliche Schlüsse ziehen. Der erste sachliche Schluss, den ich hier ganz einfach ziehe, ist, es lohnt sich immer, den Müll rechtzeitig runterzubringen. Von den 4 Unternehmen, die ich verkauft habe, wären 3, ja, ich sag mal, performancebremsend in meinem Portfolio bis zum heutigen Tage in Erscheinung getreten. Der zweite Punkt, die Qualität, die sich im Portfolio damit langfristig ansammelt, die sollte sich preislich irgendwann auch mal in die richtige Richtung bewegen. Das allerdings hat nur sehr mittelbar, nämlich über das Thema Auswahl, etwas mit Können zu tun. Denn man muss es ganz ehrlich sagen, niemand, nicht ich und nicht irgendjemand anderes, hat die Kontrolle über Kursbewegungen, wann die Kurse steigen, wie stark sie steigen, wohin sie steigen und ob sie überhaupt steigen. Vergessen wir mal nicht, über die Hälfte meines Portfolios hat sich eben auch um weniger als 20% bewegt. Also man steckt nicht drin und man kann sich für Kurssteigerungen wirklich keine Nelke ans Revers heften. Der dritte Punkt ist, glaube ich, ein entscheidender. Was wichtig ist, wenn man ein werthaltiges und im Wert wachsendes Portfolio ja, aufbauen und pflegen möchte, das sind 3 Punkte. Das ist erstens die Unternehmensqualität. Und mit Qualität meine ich, sind es Titel, deren Umsätze und Gewinne wachsen, die Dividendenzahlen, die wachsen, die im Markt eine beherrschende Stellung, eine führende Stellung haben. Denn ich habe es ja gezeigt, das sind alles keine kleinen Klitschen, die ich habe. Es sind alles marktführende Unternehmen, die ja fast jeder kennt. Der zweite Garant für ein werthaltig steigendes Portfolio, das ist eine günstige Bewertung beim Einkauf. Ich habe ganz viele dieser Aktien eben nach einem Crash gekauft und nicht vorher. Und damit habe ich natürlich auch ja die Chance auf Kurssteigerungen. Wer vor dem Crash kauft, ja, der hat natürlich Chance auf weitere Kurssteigerungen, aber eben auch das Risiko, dass die Kurse nicht weiter steigen. Und der dritte Punkt für ein werthaltig wachsendes Portfolio, das ist ganz einfach die Positionsgröße. Man muss genau wissen, wie viel man einsetzt, wann man eine Position aufstockt. Dafür sollte man sich einen Plan machen. Das sind so einige Erkenntnisse, die ich nach den ersten 6 Monaten diesen Jahres mitgenommen habe. Mich interessiert, wie ist es bei euch gelaufen? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Ich freue mich drauf und gemeinsam passen wir auf unser Geld auf. Euer Nils Gajowi.